Hallo bei Selbstorientiert. Machst du demnächst dein Abitur? Willst dich jetzt optimal auf dieses Abitur vorbereiten? Dann haben wir für dich die optimalen Lernhilfen für dein Abitur jetzt in der Videobeschreibung verlinkt von uns für euch. Das folgende Video ist für euch ein Zusammenschnitt aus dem Wichtigsten, was für euch relevant ist, nachdem ihr auf dieses Video geklickt habt. Dabei ist das gesamte Video jetzt in der Infokarte verlinkt und folgt auch nachdem ihr den Ausschnitt aus diesem Video gesehen habt. Viel Spaß beim Video! Und Maria Montessoris Ansichten zu der vorbereiteten Umgebung bzw. was damit überhaupt gemeint ist, lassen sich relativ einfach in vier Aspekten zusammenfassen. Mit der vorbereiteten Umgebung geht sie auf einen physischen, das ist relativ offensichtlich und wird von den meisten auch antizipiert, aber auch auf einen psychischen Raum ein. Das heißt, was hier ganz wichtig ist, ist, dass Montessori nicht nur davon ausgeht, dass es einen physischen Raum gibt, in dem eine Umgebung vorbereitet werden muss, das heißt, in dem bestimmte Materialien zur Verfügung gestellt werden oder aber auch, dass bestimmte Dinge einfach vorhanden sind. Nein, Montessori stellt auch fest, dass es die Bedingungen gibt oder die Notwendigkeit eines psychischen Raums. Das heißt, hier geht sie insbesondere von einem Schutzraum aus, der für das Kind praktisch die Möglichkeit bieten soll, sich ideal zu entwickeln und natürlich auch frei von Druck zu entwickeln. Das ist immer eine Sache, die in Montessoris Modell ja sehr hervorgehoben wird, insbesondere natürlich aufgrund ihrer historischen Einflüsse, in denen natürlich Druck eine der Haupterziehungsmethoden war, dementsprechend hier diese physische und psychische Raum, der zur Verfügung gestellt werden soll, beziehungsweise der im Konzept von Montessoris vorbereiteten Umgebung ein Grundgedanke ist. Im Weiteren geht sie dabei darauf ein, dass dringend die Notwendigkeit der Entwicklung des Kindes besteht. Das heißt, die Förderung der Entwicklung des Kindes ist natürlich insofern besonders relevant in der vorbereiteten Umgebung, als dass in diesem Hinblick oder in dieser Ansicht natürlich es insbesondere darum geht, dass der Raum, der zur Verfügung gestellt ist, sei es auf physischer oder auch psychischer Ebene, dabei insbesondere dazu anregen soll, dass das Kind sich weiterentwickeln kann. Alles in dieser vorbereiteten Umgebung soll einen Raum darstellen, der die Entwicklung des Kindes insbesondere fördert. Das heißt, er soll über das Maß hinaus die Entwicklung des Kindes ermöglichen. Das heißt, das Kind hat in diesem Raum natürlich die Möglichkeit, sich weitaus besser zu entwickeln, als das in anderen Räumen der Fall ist. Für Montessori ist das wichtig, weil sie davon ausgeht, dass die Gesellschaft als solches nicht immer optimale Schutzräume bietet, beziehungsweise nicht immer den optimalen Raum für die Entwicklung des Kindes lässt. Und insofern ist es natürlich besonders hervorzuheben, dass die Förderung der Entwicklung des Kindes in diesem Fall nochmal besonders wichtig ist. Außerdem geht Montessori darauf ein, dass die vorbereitete Umgebung einen Schutzraum zur Eigenständigkeit bieten soll. Was meint sie jetzt mit diesem Schutzraum zur Eigenständigkeit? Das sind ja erstmal Begriffe, die vielleicht nicht so greifbar sind. Naja, mit dem Schutzraum zur Eigenständigkeit beschreibt sie letztendlich die Möglichkeit, dass das Kind sich frei von Entwicklungsdruck, wie wir gerade schon mal beschrieben hatten, entwickeln kann und auch komplett eigenständig lernen kann. Das heißt, es gibt keine Instanz, die vorschreibt, welche Materialien genutzt werden bzw. in welche Richtung die Entwicklung gehen muss. Nein, Montessori geht vielmehr davon aus, dass ein Schutzraum besteht, der letztendlich dann dazu anregt, dass man individuell und eigenständig agieren kann und dementsprechend auch dieser Schutzraum die Möglichkeit offenbart, dass das Kind sich optimal entwickeln kann. Dementsprechend soll da natürlich auch wieder die Notwendigkeit der Begleitung durch einen Erwachsenen ermöglicht werden oder vorhanden sein. Ganz wichtig ist hierbei, dass diese Notwendigkeit der Begleitung definitiv existiert. Es ist definitiv laut Montessori auch notwendig, dass ein Erwachsener die Entwicklung des Kindes begleitet. Wichtig ist aber auch hervorzuheben, dass diese Begleitung durch einen Erwachsenen nicht bedeutet, dass der Erwachsene die tragende Rolle übernimmt. Nein, das Kind soll die tragende Rolle übernehmen und ist auch laut Montessori dafür verantwortlich, dass es sich in diesem Schutzraum eigenständig verhält und auch eigenständig entwickelt. Wichtig ist aber auch, dass Montessori die Notwendigkeit der Begleitung durch einen Erwachsenen beschreibt und dementsprechend auch darauf eingeht, inwiefern sozusagen das Kind sich in diesem physischen und psychischen Schutzraum eigenständig entwickeln kann.
Und damit schließen wir jetzt auch den Highlight-Part ab. Das heißt, wir haben euch jetzt den Zusammenschnitt gezeigt, der für euch wichtig sein sollte, nachdem ihr ja auch das Video geklickt habt und dieses Thema auch sehen wolltet. Falls ihr aber trotzdem noch dranbleiben wollt und mehr über das Thema erfahren wollt, ja, dann macht das doch einfach, denn jetzt geht es tatsächlich weiter mit dem gesamten Video, was wir darüber gemacht haben. Viel Spaß damit und los geht's. Natürlich hat die Denkweise von Montessori gewisse Möglichkeiten der Ausgestaltung und verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten dieses Konzepts der vorbereiteten Umgebung wollen wir euch jetzt mal darstellen. Grundsätzlich, und das hatten wir gerade schon einmal angesprochen, geht es bei der Ausgestaltung der vorbereiteten Umgebung darum, dass eine Verfügbarkeit von Materialien gewährleistet ist. Idealerweise geht Montessori dabei davon aus, dass in der Umgebung dann entsprechende Montessori-Materialien dargelegt werden. Das heißt, das Kind hat Zugang zu eventuellen Materialien, die dabei immer nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung stehen sollen, damit auch der Austausch zwischen den einzelnen Individuen, zwischen den Kindern ermöglicht wird. Laut Montessori ist es nämlich so, wenn die Materialien nur begrenzt verfügbar sind, müssen die Kinder miteinander agieren und das wiederum führt dann letztendlich dazu, dass sie einen Austausch miteinander anregen und dementsprechend auch eine Sozialfähigkeit erlernen. Also auch das ist Teil der vorbereiteten Umgebung, bewusst Dinge limitieren, damit eine optimale Allokation dann ermöglicht, dass man miteinander sozusagen auskommt bzw. miteinander agiert. Außerdem geht Montessori davon aus, dass Materialien natürlich gewisse Kriterien erfüllen müssen. Montessoris Entwicklungsmaterial folgt dabei sehr strengen Kriterien. Welche genau das sind, haben wir euch bereits in einem anderen Video erklärt. Das wollen wir jetzt hier nicht nochmal gesondert darstellen. Außerdem beschreibt sie die Notwendigkeit von gepflegten Räumen. Das heißt, es muss gepflegte Räume geben, damit die Entwicklung von Kindern optimal stattfinden kann. Das ist, glaube ich, relativ logisch, wenn man sich das dann langfristig überlegt. Also die gepflegten Räume, die hier eine Notwendigkeit zur Entwicklung darstellen. Außerdem ist eine gemeinsame Entwicklung mit anderen Kindern natürlich auch gewollt. Es soll hier eine gemeinsame Entwicklung mit weiteren sozialen Kontakten stattfinden. Das haben wir gerade schon mal beschrieben mit der Verfügbarkeit von Materialien. Dementsprechend auch für die Ausgestaltung dieser vorbereiteten Umgebung sehr wichtig, dass eine gemeinsame Entwicklung mit anderen Kindern stattfindet und dadurch das soziale Miteinander gefördert wird. Dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, dass darüber hinaus stets ein Begleiter zur Verfügung steht, also eine erwachsene Rolle, die dann ermöglicht, dass man ideal sich da ja, verhalten kann, beziehungsweise dass die Kinder auch verstehen, wie sie mit den gewissen Materialien arbeiten müssen. Damit soll es jetzt gewesen sein von diesem Video. Wir bedanken uns herzlich für eure Aufmerksamkeit und fassen euch nochmal das Wichtigste der vorbereiteten Umgebung zusammen. Grundsätzlich ist es so, dass dies ein physischer, aber auch ein psychischer Raum ist, der den Schutzraum zur Eigenständigkeit bilden soll. Das heißt, hier soll eine Förderung der Entwicklung des Kindes stattfinden und grundsätzlich ist es natürlich auch notwendig, dass in diesem Raum ein Erwachsener verfügbar ist, der das Ganze begleitet und die korrekte Anwendung, Ausgestaltung dann ermöglicht. Dabei beschreibt Montessori die Notwendigkeit der vorbereiteten Umgebung so, dass das ein gepflegter Raum sein muss, der natürlich auch besonders dadurch charakteristisch geprägt ist, dass er gewisse Montessori-Materialien zur Verfügung stellt, die dann entsprechenden Kriterien folgen und dass ein Kontakt ermöglicht werden kann, dass soziales Miteinander stattfinden kann und all das führt dann laut Montessori dazu, dass eine ideale Entwicklung und eine ideale Förderung des Kindes stattfinden kann, das also das übergeordnete Ziel der vorbereiteten Umgebung. Damit soll es gewesen sein von diesem Video rund um Maria Montessori. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ansonsten würden wir uns riesig freuen, wenn ihr auch ein Abo da lasst. Und wie immer wollen wir euch darauf hinweisen, dass wir ein Buch ausschließlich über Maria Montessori verfasst haben. Falls euch das wirklich interessiert, klickt das auf jeden Fall mal den ersten Link in der Videobeschreibung an. Das ist ideal zur Vorbereitung auf das Abitur und ist jetzt als erster Link in der Videobeschreibung verlinkt. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Unterstützung in dem Punkt und dann sehen wir uns sicherlich beim nächsten Video wieder. Haut rein und ciao. Das war's jetzt mit dem Video von Selbstorientiert. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr uns unterstützen wollt, lasst gerne ein Like da. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch abonnieren. Und ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns das nächste Mal hier wieder auf unserem Kanal wiedersehen. Bis dahin, haut rein und ciao.